So, da sind wir wieder bei Gatio. Wir haben das letzte Mal das Mammuträtsel angefangen und befinden uns immer noch in der Falle, förmlich gesagt. Ich frage mich ganz so gesehen, was macht der König, wenn er da reinrutscht? Alleine schon die Frage, wie der König, was der König sich dabei denkt, so eine Rampe runterzurutschen. Wenn ihm denn dieser Geheimweg nützlich sein soll. Wir werden hier mal uns austesten. Ich hab echt keine Ahnung, was ich tun soll. Es ist so ein verdammt fieses Rätsel. Weiß nicht, hat das vielleicht was mit den Winkeln zu tun, wie sie gerade stehen? Muss da vielleicht ähnlich wie bei der Uhrzeit, aber es sind ja so kuriose Winkel. Ich weiß auch nicht, wo am Ende das da hier stehen muss. Vielleicht. Ich tue jetzt einfach mal alle hier so ein bisschen rumrücken. Vielleicht in einer ganz bestimmten Schlangenlinie. Ich habe keine Ahnung, das ist echt scheiße. Puh. Schiede, Schiede, nicht scheiße. Wir sagen Schiede. Wir wollen ja ein sauberer Kanal bleiben. Ich werde aus der Sache null schlau. Absolut null. Mir fällt dazu auch nichts ein, wirklich. Ist das, wenn man es wieder wegmacht, wieder in Ursprungssituation? Nein. Oh. Oh. Das ist echt heftig. Ich kann mich hier verrückt klicken, das ist schon mal klar. Ich meine, da gibt es bestimmt. Ich weiß nicht, ob man das ausrechnen kann. Soweit sind meine mathematischen Kenntnisse begrenzt, aber gibt es bestimmt 1000 Möglichkeiten, wie man das. Ja. Moment, ja, natürlich, es gibt. Da gibt es bestimmt Millionen. Ja, vielleicht nicht Millionen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es hier eine Musterkombination gibt, die ewig unendlich ist, das ist sehr naheliegend. Ich habe keine Ahnung. Was soll ich tun? Ich schaue mir mal das Skelett an. Ein grässlicher Anblick. Ich glaube, ich kann mich gleich gegenüberlegen. Ist doch blöd, dass das nicht mehr in der Ursprungshaltung stehen bleibt. Es muss doch irgendwas geben, was ich tun kann. Irgendein Hinweis. Das hat so keinen Sinn, da kann ich ewig rummachen. Mein Gott, die Brute Force Methode. Lieber nicht. Ach so. Das ist der alte oder der neue Zettel? Auf dem Zettel stehen einige Ja, ja. Das ist der alte von den Wasserschleusen. Geheimnis in des Herrschers Thron, der Durchgang ist ihm untertan. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Null. Sieht da irgendwas aus wie der Thron? Oh, scheiße, was mache ich denn? Ich kann jetzt natürlich nicht 100 Let's Play-Folgen so laufen lassen. Das wäre skandalös. Ich habe mir auch die ganze Zeit schon den Kopf zerbrochen, was das für ein Rätsel sein könnte. Habe auch schon mal gegoogelt, ob es diese Zeichen gibt, aber weder Hebräisch noch in irgendeiner anderen Sprache habe ich sowas schon mal gesehen. Sieht ein bisschen aus wie so ägyptische, ja, aber auch nicht wirklich.
Ach du Scheiße. Also das ist echt hardcore. Ich habe ja das Rätsel auf leicht gestellt. Was ist denn dann bitte schön hart? Gibt's da nochmal? Ist es dann größer? Wir können ja das mal kurz testen, ob das geht. Optionen. Rätsel schwer. Schauen wir mal, was das Rätsel Schwert anzeigt. Nichts anderes. Ja, es ist ja auch schwer genug. Ich mache wieder auf leicht. Hat keinen Unterschied. Ah, nicht die Kämpfe auf schwer. Wir wollen beides auf leicht, bitte. Hinweise. Hahaha. Welche Hinweise, bitteschön? Ich sehe hier keinen Hinweis. Mann, oh Mann, da habe ich wirklich ganz schön ein Problem. Das haut so nicht hin. Was machen wir nur? Gazio ist kein Spiel. Es ist ein verfluchtes Rätsel vom Riddler. Robin! Robin! Robin, komm her! Mach das Batmobil klar. Ja. Wir fahren zu Schiemann. Er ist der Riddler. Ja. Nach einigen maßlos übertriebenen langen Versuchen, die stundenlang noch weitergingen, ich habe nicht mal alles auf diesen Schnellstart-Video drauf gemacht. Ja, da musste ich dem guten Schiemann eine E-Mail schreiben, weil ich absolut nichts herausfand. Selbst meine kleine Schaueinlage verzeiht mir, ich muss das einfach machen. Es ist so lustig, es ist so schwierig teilweise, aber die Lösung hier ist... Ich muss nicht so ablachen darüber. Die Lösung ist wirklich sehr einfach. Also ich schrieb Schiemann, hallo Schiemann, Ruhigblut, das habe ich schon auch geschafft. Das ging um ein anderes Rätsel. Also keine Sorge. Doch nun sitze ich im Keller bei dem Skelett fest. Das schiebe Puzzle, da kann ich mir absolut keinen Reim drauf machen. Wahrscheinlich wird es eine Brute Force Folge, wenn ich alle x-tausend Schiebmöglichkeiten durchgehen werde. Ich habe zwar das Fadenrätsel versucht, bin dann aber ohne weitere Umwege bei der Rüstung direkt in das Loch gefallen. Dieses Strichzeichen sagen überhaupt nichts und ich glaube, ich ende wieder Skelett. Die Inschrift des Zettels vor dem Skelett sagt mir auch relativ nichts. Ich weiß nicht, ob diese Zeichen bekannt sind. Muss man das Rätsel kennen oder gibt es zu einem Fachbegriff? Mal sehen. Wenn du einen Tipp hättest. Liebe Grüße, Kra. Geantwortet hat der gute Schiemann. Hallo, Kra. Du müsstest ja mittlerweile das Buch aus der Bibliothek haben. Du solltest zunächst alle Rätsel in diesem Buch lösen. Das würde dich weiterbringen. Du kannst in dem Buch blättern. Ah!
Fail, fail, mega fail. Dann wirst du auch die Schriftzeichen wiederfinden. Der Zettel in der Hand des Skeletts hat im späteren Spielverlauf eine Bewandtnis. Aha. Das Fadenrätsel ist optional. Es würde dich zum schwersten Schwertkampf des Spieles bringen und dir den stärksten Spezialangriff bescheren. Jetzt ist es aber zu spät. Die Stelle ist durch. Viele Grüße, Schiemann. Nein! Also, definitiv noch was für Leute, die wohl das noch selber spielen wollen, habe ich noch was übrig gelassen. Den schwersten Schwertkampf des Spiels. Fail. Nein! Okay. Na gut, zurück zum Rätsel. So, da sind wir wieder. Das Spiel hat uns gebrochen nach diesen kleinen kurzen Unterbrechungen, haben wir ja festgestellt. Jetzt gucken wir mal das gute Buch an, dass der Herr Schiemann ein ausgefuchster Rätselhund ist. Es ist wirklich, ja, man kann blättern. Oh nein, man kann es tatsächlich tun. Man kann blättern. Mönchzeichen, vor kurzem herausgefunden, dass die Zeichen für Zahlen stehen. Alles klar. Ja, also hier wird der Pro-Gamer-Verstand wirklich. Ach du Scheiße, da gibt's. Oh wei, oh wei. Da gibt es noch mehr. Ich werde den Weg wohl nie finden. Also Hier hat wohl jemand definitiv, eine Seite herausgerissen. das ist nicht gut. Also definitiv ist Gazio somit für mich bis jetzt, ja, ich sag einfach mal, es ist, ich wüsste jetzt nicht, welches Spiel solche raffinierten Rätsel jemals beinhaltet hat. Also ich bin noch nie vor so einer Aufgabe gestanden. Es ist wirklich das schwerste Rätselrollenspiel. Es ist ein gutes Rollenspiel. Es ist verdammt gut. Es macht richtig Fun. Und die Rätsel sind höllenhart. Und sie müssen gemacht werden. Also sie sind nicht. Es sind zwar optionale, wie wir festgestellt haben. Ja, verdammt, habe ich den besten Spezialangriff verpasst. Und den besten, den stärksten, härtesten Kampf. Also das könnt ihr euch dann noch geben. Da, ich denke mal, es ist auch gut, wenn man Let's Play guckt, dass man dann irgendwie noch irgendwas übrig hat, um selber zu probieren. Und ich habe sowieso alles auf leicht gestellt. Und da habt ihr einmal die Schwierigkeit, wo ihr selber austesten könnt, wie die Rätsel denn dann schwer sind. Also, ich bin froh, dass ich auf leicht gestellt habe und ich werde es garantiert nicht auf schwer stellen. Das ist mir zu heftig. Werde es vielleicht mal privat probieren, aber ich will ja auch nicht zu viel wegnehmen. Also es ist eine Aufgabe, es ist ein verdammt schönes Game. Jetzt ist die Aufnahme dann schon etwas länger, auch durch die kleinen Specials. Das, was ihr vorhin gesehen habt, das war ich und mein Sohn. Der wollte auch unbedingt mal irgendwas mitmachen und ich halte es nicht so für gut für ihn, dann, dass er irgendwie an der Aufnahme oder sowas mitredet oder so. Das muss nicht sein. Deswegen fand ich diese kleine Theateraufführung ganz nett und witzig. Er hat sich auch köstlich darüber amüsiert. Und ja, das nächste Mal werden wir uns in dieses Rätsel dann letzten Endes kümmern. Und wir werden es lösen. Wir werden das knacken. Okay? Und ja, ihr könnt mich dafür unten haten. Ciao, bis zum nächsten Mal.